Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde der gepflegten Unterhaltung, euer Patipatul zurück mit einem neuen Part Anno 1602. Wir wollen das Spiel laden und ich glaube Game 3 war das gewesen. Genau. Da waren wir stehen geblieben und wir wollten über die F-Tasten, können wir ja verschnellern, aber momentan lassen wir das in der Größe. Wir brauchen insgesamt 160 Leute und davon 120 Siedler. Ich glaube, das kriegen wir eigentlich hin. Ja. Dann wollen wir mal gucken. Also die wollen jetzt eigentlich noch Tabak haben. Sieht jetzt aus. Gewürz. Mal ganz kurz gucken, wo hatte ich denn? Ich hatte doch irgendwo. Wo war denn der? Ist der? Der? Ist der? Der war's. Der war's. Genau, der war's. Aber. Jetzt hast du manchmal diese Kamera, ne? So, wir bauen hier gerade Stein ab. Das finde ich ganz geilst. Gucken wir mal ganz kurz. Da müsste auch irgendwann eine Eisenschmiede erscheinen, oder nicht? Der Steinmetz baut Stein ab, aber ich würde gerne Eisenerz abbauen. Weil ich ja gerne da noch ein, wo ist es? Ah, das ist eine Rumbrennerei. Dazu brauchen wir aber zuerst was anderes. Moment, die Rumbrennerei ist da. Das heißt, wir können theoretisch, wir haben hier aber keinen Platz für Gewürze. Das heißt, wenn ich jetzt hier anfangen würde, Gewürz, Dings aufzubauen, warte, ist es hier irgendwo? Das war doch hier, genau. Hier. Wir haben eine Gewürzplantage, wir haben hier eine Tabakplantage, ein Weingut und eine Zuckerrohrplantage. Wir brauchen das Weingut. Brauchen wir. Und jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wo hier wieder. Ne, warte. Ja. Genau. Das war hier, glaube ich. Aber ich habe. Verdammt. Ich habe nichts. Weil ich brauche noch Eisen. Der Eisenabbau, wann war denn der? Komm. Wir haben auch kein Holz mehr. Ah, wir haben kein Werkzeug mehr. Kein Werkzeug mehr. Habe ich auf meinem Schiff noch Werkzeug? Ich habe noch auf meinem Schiff noch Werkzeug. Weil das Problem ist jetzt einfach nur, wenn wir jetzt anfangen müssten zu bauen. Auch das hier, also wenn wir das hier bauen würden, bräuchten wir 6 Werkzeuge. Also die Leute können sich nicht weiterentwickeln, weil wir kein Werkzeug haben. Das Werkzeug können wir aber nur kriegen, wenn wir hier Eisen abbauen können. Ich glaube, das habe ich schon verhackstammelt, das Spiel. 9 Tonnen. In die Wänden. Pass mal auf. Ich tu den mal ganz einfach mal alles hier abbauen, abgenehmigen, dass die sich nicht weiterentwickeln können. Weil ich würde ja gern jetzt das Weingut bauen. Ja, das kostet ein Konto. Konto kostet 3. Oh Gott, ich habe noch 9, das wären 6. Ich würde gern. Oh Mann, dass das nicht geht. Hier. Ich glaube, das geht nur, wenn wir. Naja, Kakao, Gewürze. Pass mal auf, da machen wir was anders. Da. Hier haben wir ja. Nee, das war nicht da. Wo war denn das? War das hier? Hier war das? Was? Hallo? Ich hätte doch eben noch eine Insel. Hier. Gewürze, Baumwolle. Wo hatte ich denn bitteschön den Tabak? Hier. Da ist ja schon ein Kontor. Das ist gut. Da brauchen wir hier kein Kontor zu bauen. Das heißt, hier bauen wir weiter. Ah, das ist sehr gut. So, dann bauen wir hier. Weingut. Weinberg 50%, ist egal. Hauptsache, wir kriegen da mal ein bisschen Quatsch. Wir kriegen da mal ein bisschen was zusammen. Weinbrennerei.
Ich brauche, was ist das? Zuckerrohr und, nee. So, kurzer Cut. Ich hoffe, dass ich daran gedacht habe. Ja, so, wir bauen jetzt als allererstes die Gewürzplantage, oder? Zuckerrohr 100%. Okay, dann bauen wir Zuckerrohr. Wo ist die Zuckerrohr-Transplantage? Zuckerrohrplantage, und die kostet Geld und die braucht Stein, und Stein haben wir nicht. Irgendwas ist ja immer. Pass mal auf. Okay, wie viel habe ich denn jetzt? 14. 8 brauche ich. Sollte reichen. Okay, dann gehen wir dahin. So, und dann. Brauche ich 2, 3, 8, 10, 2. Dann bauen wir das mal hier auf. So, ganz kurz gucken, wo bleibt das Schiff? Da kommt das Schiff angeschiffert. So. Ich verschnelle jetzt mal nicht. Wir haben ja Zeit, oder? So. Das heißt, ich baue jetzt hier erstmal eine Weinplantage. Und dann baue ich von hier aus. So. Dann würde ich sagen, machst du das mal hoch. Danke. So, und dann kannst du jetzt bauen. Und zwar hier. So, pass auf. Das machen wir jetzt hier. So, damit wir. Weil wir müssen ja neben der Zuckerrohrplantage auch noch Zuckerrohr anbauen. Das machen wir hier. Hier. Und ja. Dann muss natürlich das Zuckerrohr auch wieder abgeholt werden. Das ist ja ganz klar. Also müssen wir von da einen Weg hier runter machen. So. Tabak war es noch, ne? Gut. Kann ich auch noch. Wo sind die Tabakplantagen? Hier. Was fehlt jetzt hier? Stein fehlt. Ja, dann lassen wir den mal hier in aller Gemütsruhe ein bisschen antanzen. In der Zwischenzeit gehe ich hier noch den Stein abbauen. Dann gehe ich hier noch ein bisschen Stein holen, weil ich habe hier, glaube ich. Moment, war das hier? Ja. 9 Tonnen habe ich. So. Dann holen wir alles. Dann bauen wir hier noch ein paar Häuser hin. Ich soll ja nur Siedler machen, ne? Ich soll ja nicht. Doch, Bürger hat es gießen, ne? Bürger. Warte mal. Ist ich irgendwo da Auftrag? Auftrag einsehen. Ein Händler berichtete euch. 120 Einwohner, 100 davon der Stufe Siedler. Ja, das kriegen wir hin. Ja, dann brauchen wir ja eigentlich nichts mehr zu machen. Aber wir können ja mal schon mal uns angucken, wie das aussieht, wenn da mal. So, wenn hier mal. Ne? So. Zuckerrohrfeld. Ein Zuckerrohr soll eigentlich 100% sein. Das heißt also, hier sollten eigentlich alles erscheinen. Naja, pass auf. Dann transportieren wir noch die 12 Tonnen Stein. Sekunde. Hier. Die 12 Tonnen Stein. Nein. Warte.
Costa Rica nach Schiff. So, und dann wieder zurück. So, und dann baue ich noch Pioniere. Dann machen wir hier noch ein bisschen was hin. So. Und dann. Hallo, wo ist es? Ah, Mann. War das wieder mit dem Stoff? Bin ich jetzt ein einfaches Haus nicht mehr? Stoff? Da bin ich doof. So, und die wollen ja eigentlich nur Holz haben. Also, let's go. So, dann haben wir hier 100 Einwohner. 101. Eure Stadt wächst und gedeiht. Ja, danke. Ich weiß, ich bin dabei. So, da gehen wir hin. Da haben wir ja schon alles sehr gut. Dann brauchen die noch die Kirche. Kirche. Ist das Schiff noch unterwegs? Ah, gut, ein volles Zuckerrohrfeld. Finde ich gut. Ich sollte vielleicht auch, wäre so interessant, eine Brauerei hier hinstellen, ne? Weil die holen ja das Zuckerrohr, glaube ich, ab, nicht? Rumbrennerei, die brauchen, glaube ich, Zuckerrohr. Zuckerrohr ist das genau. Der ist ja nicht einfahren gegangen. So. Ich habe einfach mal so einen Zucker und ich habe einfach mal eine Rumbrennerei hier eingebaut. So, dann werde ich hier. Pass auf. Wie sieht es hier aus? Ach, ich hasse diese Steuerung manchmal, ne? So, wie sieht es hier aus? Die haben kein Werkzeug mehr. Die haben noch 5 Werkzeug. Soll ich bleiben? Dann habe ich hier 5 Werkzeug. Auf dem Schiff habe ich noch Werkzeug. Dann schicke ich das alles daher und ja. Enterprise noch gespeichert, die Enterprise ist nicht mehr gespeichert. Warum ist Enterprise nicht mehr gespeichert? Hallo? Mein Schiff! Hier. Hallo? Hol doch da. Warum hört niemand auf mich? So, hier wird wunderschön jetzt rum zu meinen verbraucht. Denke ich mal. Hier wird es momentan ordentlich Zuckerrohrplantage Zuckerrohr gemacht. Hier wird dann rumgebaut. Das Rum können wir dann mitnehmen. Rüber zur anderen Stadt. Da holen wir auch ein bisschen unser Werkzeug mit. Ja, dann gucken wir mal. Kriege ich irgendwo Informationen? Einwohner 181. Sehr gut. Und davon sollen jetzt 100 ungefähr den Status Siedler kriegen, nicht? So. Okay, dadlat. Ich habe eine Tonne Alkohol. Wir warten noch ein bisschen. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen verstellen müssen, weil. So. Die machen wir den Turbo rein. Turbo Boost. Zwei Tonnen Alkohol, wir warten noch ein bisschen. 3 Tonnen Alkohol, sehr gut. Pass mal auf, dann holen wir das mal alles an Bord. Gucci.
Den gehen wir mal die essen. Ich glaube, die brauchen noch was zu essen. Ich war mir auch nicht sicher, ob die was zu essen brauchen. So, und dann gehen wir hin, gehen wir hin, da hin. Gehen wir denn hin? Wo laufen sie denn? So, hier. 6 Tonnen. Oh, ich muss nochmal den Akku anschalten. Alter. Ich mache so. Das Schöne ist immer an meinem Laptop, ich mache ihn Strom an. Ich lasse immer laufen. Ich denke, weil was blinkt denn da so mein Powerlämpchen? Ja, gut, der Akku geht langsam leer. Unter 20% fangen das Lämpchen an zu blinken. Und ich so, was ist da? Irgendwas. Das blinkt und blinkt. Ich war so circa bei 19%, denke ich, weil es hat das Blinken aufgehört. Oh, schön. 8 Tonnen Alkohol. Warte mal. Hier holt das ganze Dingenskirchens. Dafür hole ich ein Allerhol. Das Recht? Ja, Recht. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ja! Labern wir das kein hier ans Ohr. So. Dann werde ich den Leuten mal hier. Wo ist mein Konto? Hier. Und dann kriegen die wieder die Baumaterialien zugesagt. Das heißt, sie kriegen also von mir nicht nur den Alkohol, sondern sie kriegen auch von mir die Baumaterialien. Und dann freuen die sich gut, sie kriegen, haben keinen Tabak und kein Gewürz. Aber das bauen wir hoffentlich. Das ist in den Endlosspielen so schön, wenn man dann Händler hat, mit denen man handeln kann. Dann sagt man einfach, okay, ich kaufe mir den Scheiß einfach. Da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Ich brauche nur zu gucken, dass ich eine florierende Gesellschaft hier habe. So. Also, als erstes mal den da, 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 dann da, 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 da. So, dann gucken wir mal. Ah, der freut sich gerade einen Arsch weg hier. Zack. Okay. Hier. Dann machen wir den Lachenden. Hier machen wir mal einen Lachender. So, und jetzt schnell, damit das auch noch funktioniert. Zack. Ja, das muss ich ein bisschen im Auge behalten, sonst, wenn gleich der Alkohol weg ist und dann. Warte mal, das machen wir mal ganz schnell. Machen wir das mal noch ein bisschen langsamer. Ja, machen wir das so langsamer. So. Okay. Ganz schnell, damit die wenigstens ein bisschen hier. Oh, wir machen schnell eine Handelsroute. Hier. Quatsch. Hallo Tante. So. Handelsroute festlegen. Ziel. Das hier. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Ja, das Volk kriegt das Wirtshaus. Und das Ziel, das ich dann wähle, ist das hier, und da tun wir dann den Alkohol raus. Nicht? So. Und damit Abmarsch. Mein Volk wünscht ein Wirtshaus, das soll sie kriegen. Aber jetzt will ich zuerst, ich will zuerst wissen, wie viel 54 Siedler. Ja. Das Gute ist, wir müssen ein bisschen, ein ganz kleines bisschen das im Auge behalten. Weil hier den Alkohol ein bisschen im Auge behalten, 6 Tonnen. Wenn der nämlich zu Neige geht, dann wollen die nämlich, die werden die nämlich böse. Dann geht das nämlich hier wieder runter. Und dann geben die kein Geld. Und hier Steuerbeträge, die brauche ich, Leute. So. Den weg, den weg, den weg, den weg und den weg. So, bei 120 Leute soll ich haben. Davon sollen 100 Siedler werden. Jetzt, was wollt ihr denn? Warum seid ihr noch nicht zufrieden? Warum seid ihr eigentlich keine
Dingenskirchens. Ich hab doch Werkzeug. Mach! Werdet, Siedler. Dann machen wir das anders. Warte, wo ist es? Hier, eine Kapelle? Ja. Moment. So. Ich hab da zwei jetzt hingebaut. Wollte ich nicht, aber ist egal. Hauptsache, ich hab zwei. Zwei Kapellen sind besser als eine, das weiß schon jeder, nicht? Ja. Ich habe ja zwei nebeneinander. Eine evangelische und eine katholische, ist ganz klar. So, jetzt müssen wir eigentlich nur hingehen und gucken, dass wir hier 100 Siedler hinkriegen. Und eine positive Bilanz. Ja, das ist doch göttlichst hier. Wie soll ich denn hier 100 Siedler hinkriegen? Ich habe zu viel anderes Zeugs gebaut. Keine 100 Siedler hin, garantiert nicht. Und wenn ich hingehe und die Steuern ein bisschen runtersetze, trotzdem noch eine positive Bilanz habe ich. Gut, 64 Siedler. Das muss eine positive Bilanz bleiben. Die werden wir kriegen. So, gehen wir dann ein bisschen runter. Ah. 58, gut. Na dann, dann freuen die sich hier. Ah, da kommen, wenn wir hier niedrige Steuern, dann kommen die hier. Ja. Ja, wir machen also mal ein bisschen niedrig. Immer noch im positiven Bereich. Sehr gut. Leute, ich habe nur 4 Hämmer. Also kommt, mach hinne. Let's Hammer, auf geht's. So, dann werden wir ein bisschen schneller machen hier. So. Ah, 17%. 80. 81. Sehr gut. Komm, Leute. Wir haben es bald. Kommt. Noch 10 Siedler, bitte. 11, noch 11 Siedler, 10, komm. Mann, bitte. 6, komm. Dann habe ich es gepackt. Hier. 3, Mann. Positive Bilanz, sehr gut. Auftrag erfolgreich ausgeführt. Dankeschön, wir haben es erledigt. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil wir haben eigentlich nicht die Möglichkeit gehabt, neues Werkzeug herzustellen. Wir haben aber auch keine... Oh, 1914. Wir haben aber auch keine Möglichkeit gehabt, jetzt hier irgendwie... Ah, gut. Ich würde sagen, die Suche nach Bodenschätze mit D, Patrick. Wäre unser nächster Auftrag. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat trotzdem Spaß gemacht. Und ihr habt mal gesehen, wie eine Zuckerrohrplantage aufgebaut wurde. Das werden wir demnächst alles öfters machen. Dann danke ich euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Patrick Patool. Bye, bye.